Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der Lernerfahrung der letzten Wochen haben wir uns jetzt spontan dazu entschlossen, noch ein Video zu drehen, weil wir jetzt ja wirklich wissen, dass unser Experiment auch geglückt ist, und zwar in einer Dimension, die wir uns zu Beginn gar nicht vorstellen konnten, nämlich mit 2700 eingeschriebenen Teilnehmerinnen. Und auch wenn vielleicht nicht alle den eBMOOC als Kurs verstanden haben mit Tests, können wir doch ganz sicher davon ausgehen, dass alle, die dabei waren, auch wirklich was gelernt haben. Wir freuen uns sehr darüber. Das war nur mit Ihnen möglich, und wir wissen jetzt auch ganz sicher, dass es möglich ist, mit einem überschaubaren Budget einen Kurs in dieser Größenordnung zu drehen. Wir möchten dafür ganz herzlich Danke sagen, und dafür sind wir auch heute hier zusammengekommen. Ja, um unsere Freude über diesen gelungenen Pilotversuch auch nach außen zu tragen, haben wir diese T-Shirts entworfen. We did it. Ja, wir durften dank einer kritisch-konstruktiven Community, die uns in diesem Kurs als Teilnehmerinnen und Teilnehmer begleitet hat, viel lernen in diesem eBMOOC durch die hilfreichen Anmerkungen und Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Wir sagen auch ganz, ganz herzlich Dank dafür, für diese Rückmeldungen. Wir wissen jetzt genauer, wie man das Forum gut führt, wie man die Webinare mit einer großen Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut durchführt, wie wir Fragen gut beantworten und ihnen Support bieten können. Und wir sind natürlich auch sehr interessiert, das, was wir hier gelernt haben, durch Ihre Unterstützung, durch Ihre Rückmeldung auch umzusetzen in einer weiteren Folge. Ja, noch ein kurzes Wort zu dem Geheimnis der verwendeten Technik hier. Unsere Videos im eBMOOC sind meistens mit einem normalen Desktop-PC aufgenommen worden. Wir haben Webcam-Aufnahmen gemacht und zusätzlich den Bildschirm abgefilmt bzw. PowerPoint-Präsentationen gefilmt. Einige Videos, wie dieses hier und auch das erste vom eBMOOC, sind aber in der Greenbox von der TU Graz aufgenommen worden. Danke hierfür für die Unterstützung. Und die weitere Nachbearbeitung fand dann im TechSmith Camtasia Studio statt. Dort haben wir dann die Videos zusammengeschnitten, Textüberblendungen eingeblendet und auch Ab- und Vorspann eingefügt. Und einige Nachbearbeitungen der TU Graz wurden auch in Adobe Premiere durchgeführt. Ja, ich darf mich recht herzlich bedanken für die Zusammenarbeit als Hoster der Plattform iMOOCs, wo wir also diesen MOOC durchgeführt haben. Ich habe vielleicht ganz gute Nachrichten. Wir werden jetzt also auch die Erfahrungen aus diesem MOOC verwenden, um die Plattform auch weiterzuentwickeln. Es arbeitet gerade ein Team im Hintergrund daran, und wir sind also guter Dinge, dass wir spätestens nächstes Jahr im Frühjahr, vielleicht sogar schon im Herbst, tatsächlich also auf einer neuen Plattform arbeiten können mit weiteren Kursen. Und das ist so auch quasi der Hinweis, dass wir natürlich also nicht nur diesen eBMOOC machen, sondern wir haben also regulär immer wieder Kurse auf der Plattform. Der nächste startet am 2. Mai und wird zum Thema Open Education Resources geführt. Also freue mich, wenn der ein oder die andere tatsächlich also hier mitmacht. Und im Herbst also wird es auch wieder neue Kurse gehen. Ich gehe immer so davon aus, von 4 bis 5 Kursen. Sie bekommen eine Verständigung über die neuen Kurse aufgrund dessen, dass sie in der User-Datenbank sind. Da weisen wir Sie gerne darauf hin. Und dann werden wir schauen, also, wie das Ganze weitergeht. Wir brauchen jetzt Zeit, um alle Erfahrungen aus dem eBMOOC wirklich auch gründlich zu reflektieren, aufzuarbeiten, zu evaluieren und uns auch wirklich konkret anzuschauen, was bedeutet das jetzt nicht nur für den eBMOOC, sondern potenziell auch für die Erwachsenenbildung in Österreich. Wir möchten diese Reflexion und Aufarbeitung nicht allein am Schreibtisch mit unseren Daten vornehmen, sondern wir möchten Sie auch ganz herzlich dazu einladen, sich an dieser Reflexion und diesen weiterführenden Überlegungen zu beteiligen. Und dazu gibt es am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung im Juni eine Tagung, die trägt den Titel MOOCs, ein Format für die Erwachsenenbildung. Und David Rödler hat dafür die Hauptverantwortung übernommen und wird Ihnen daher jetzt diese Tagung ein wenig genauer vorstellen. Beim Workshop am Wolfgangsee wollen wir den Verlauf des MOOCs gerne mit Teilnehmerinnen, Lernbegleiterinnen und Kooperationspartnern reflektieren und überlegen, wie dieses Format eine Fortsetzung in der Erwachsenenbildungslandschaft finden kann. Der Wolfgangsee ist wahrscheinlich im Juni am schönsten. Dennoch wird die Veranstaltung per Videokonferenz live und interaktiv ins Internet übertragen. Das heißt, eine Teilnahme wird auch online möglich sein.
Die Veranstaltung selbst ist kostenlos. Wer zum Wolfgangsee kommt, muss lediglich Übernachtungs- und Verpflegungskosten bezahlen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Außerdem wird es auf der EPALE-Tagung am 22. Juni 2017 in Wien noch die Möglichkeit geben, über den EBMOOC zu sprechen, zu diskutieren, Evaluationsergebnisse zu reflektieren und auch Zukunftspotenziale gemeinsam zu besprechen. Diese Tagung wird von EPALE gemeinsam mit Erasmus Plus Erwachsenenbildung organisiert und sie wird generell die Möglichkeit bieten, verschiedene Initiativen und Projekte in einem internationalen Kontext, einem europäischen Kontext zu beleuchten. Möglicherweise ist für Sie im Moment aber wichtiger, wie Sie den ganz konkreten EBMOOC weiterhin nutzen können. Der ganze Kurs mit allen Videos, Übungen, Materialien und Tests bleibt bis Ende August auf iMOOCs verfügbar, kann im vollen Umfang weiterhin genutzt werden. Sie können auch dann noch die Teilnahmebestätigungen und die Badges dafür erwerben, auch wenn wir jetzt in den Foren nicht mehr präsent sind und auch keine Begleitwebinare dazu anbieten, wie in diesen 6 begleiteten Kurswochen, wird es doch weiterhin möglich sein, den Kurs im vollen Potenzial zu nutzen. Sie können ja auch darüber hinaus noch vieles mit den Kursmaterialien anfangen, da diese ja unter der offenen Lizenz CC BY 4.0 zur Verfügung gestellt werden. Eine Möglichkeit auch für Bildungsanbieter, den EBMOOC insgesamt weiterhin zu nutzen, ist es, diesen EBMOOC als solches in ein Ausbildungsangebot zu integrieren, zum Beispiel im Rahmen einer Personalentwicklungsmaßnahme oder ihn auch als eigenes Angebot zu betreiben, indem Sie begleitende Angebote dazu auch hinzufügen und den Kurs als solches durchführen. Weiterhin gilt natürlich auch, dass die einzelnen Teile des EBMOOC kostenfrei verfügbar bleiben, die Videos, die Lernunterlagen, die Tests. Sie können also auch selektiv mit diesem Material weiterhin arbeiten, das wir bewusst als eine offene Bildungsressource produziert und zur Verfügung gestellt haben. Wichtig dabei ist, die Lizenz sieht vor, dass Sie uns auch als Urheber dieses Materials immer angeben, und zwar in der Form, die wir jetzt kurz einblenden. Und wenn Sie Veränderungen an diesem Material vornehmen, das auch ganz deutlich kennzeichnen und ausweisen. Ja, was sind jetzt unsere nächsten Pläne in Bezug auf den EBMOOC? Wir freuen uns sehr, sagen zu können, mit einem großen Dank an das Bildungsministerium, dass es etwa ein Jahr nach dem EBMOOC 2017 auch zu Jahresbeginn 2018 einen begleiteten Durchlauf des EBMOOC wieder geben wird. Es gibt also einen EBMOOC 2018, wo wir auch hoffen, dass wir alle kleinen Kinderkrankheiten des EBMOOC 17 ausräumen konnten und die eine oder andere sehr wichtige Anregung von den zahlreichen Feedbacks auch wirklich umsetzen können und aufgreifen können. Eine weitere gute Nachricht gibt es, es hat gerade eine Begleitstudie begonnen zum EBMOOC, wo es darum gehen wird, Geschäftsmodelle für MOOCs, für die Erwachsenenbildung zu erarbeiten und zu konkretisieren, und von dieser Studie erwarten wir uns auch wirklich viel praktischen Nutzen. Darüber hinaus bemühen wir uns jetzt, unsere Erkenntnisse aus dem EBMOOC auch einem breiten Publikum zugänglich zu machen und breit zu teilen. Das bedeutet, wir arbeiten an einer Online-Publikation, die wir für Herbst 2017 auf unserem Programm haben, wo wir wirklich in eine kompakte Form gießen wollen, was wir aus diesem Durchlauf gelernt haben, und das Ganze unter dem Titel How to MOOC in der Erwachsenenbildung dann eben auch online verteilen möchten im Herbst. Für uns ist im Verlauf des EBMOOC sehr deutlich sichtbar geworden, dass viele Kolleginnen und Kollegen da waren, die selbst sehr hohe digitale Kompetenzen mitgebracht haben und das auch gezeigt haben, indem sie zum Beispiel im Forum anderen Teilnehmenden Fragen beantwortet haben, Tipps gegeben haben, weitere Tools empfohlen haben. Da war wirklich ein riesiger Schatz einfach auch zu sehen, der jetzt auch dokumentiert ist. Wir überlegen deshalb für den EBMOOC 2018, vielleicht Gastbeiträge von solchen kompetenten Menschen einzubinden. Das genaue Verfahren, die Rahmenbedingungen müssen wir uns erst im Detail überlegen und auch festlegen. Jedenfalls, wenn Sie Interesse haben, schicken Sie uns einfach unverbindlich an die Adresse ebmuk@conedu.com. Sie bekommen die E-Mail-Adresse auch eingeblendet, eine E-Mail, und dann werden wir sehen, wie wir da vielleicht auch zusammenarbeiten können.
Wenn Ihnen unsere T-Shirts gefallen haben, dann können Sie sich auch gerne eines in Ihrer Lieblingsfarbe holen. Wir haben einen kleinen Webshop eingerichtet und da können Sie eben diese T-Shirts in verschiedenen Ausführungen mit genau diesem Ausdruck bestellen. Und noch ein kleiner Hinweis, wir machen keinen Gewinn damit. Den Preis, den Sie bezahlen, der ist nur für die Druck- und Materialkosten sowie für den Versand. Ja, das war's dann also mit dem EPMOG 2017. Vielen Dank nochmal an Sie alle, dass Sie dabei gewesen sind. Wir ziehen uns jetzt mal in eine Offline-Pause zurück und wünschen Ihnen inzwischen alles Gute und viel Arbeitserleichterung und viel Freude mit den praktischen, einfachen digitalen Tools, die wir hier im EPMOG vorstellen durften. Auf Wiedersehen und Baba. 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 Ciao. Ciao. Tschüss.